So, ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit, endlich nach schon, auf jeden Fall nach einiger Zeit, das Was-wäre-wenn Jurassic-Format zurückzubringen. Ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Was-wäre-wenn-Geschichte gewesen ist, die wir groß besprochen hatten. Ich werde sie dir auf jeden Fall mal da oben verlinkt haben. Auf jeden Fall hat dieser ganze Was-wäre-wenn-Jurassic-Hype auf meinem Kanal nie wirklich Abklang gefunden. Das heißt, ihr habt mir auch während es gerade reichlich Godzilla-Content gibt und gegeben hat, immer wieder neue Was-wäre-wenn-Ideen geschickt und ich lese mir die alle durch. Ich versuche auch dann, wenn es wirklich irgendwie sinnvoll ist, darauf einzugehen und da auch irgendwie eine Umsetzung von vorzunehmen, versuche ich auch wirklich eure Ideen dann umzusetzen in Was-wäre-wenn-Videos. Ihr müsst mir aber halt auch verzeihen, dass sowas dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt als jetzt so Info- oder Theorien-Videos, weil das dann doch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden muss, beziehungsweise eben dann auch einfach in der Post-Production muss dann da halt ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt werden. Das heißt, das Ganze dauert eben ein bisschen länger und ich kann jetzt nicht nur Was-wäre-wenn-Formate machen. Allerdings könnte es in Zukunft passieren, dass der Hauptkanal eher ein paar weniger Videos bekommt, dafür mehr Videos wie dieses jetzt hier, etwas längere Videos und dass dann eben der Reaction-Kanal sich dann mehr um andere Dinge kümmert, zum Beispiel auch um Informationen, da diese Infos, die ich manchmal zu Godzilla, Kong oder auch zu kommenden Jurassic-Projekten habe. Diese Infos, die hole ich mir doch oft ebenfalls auch bei US-amerikanischen YouTubern. Von daher kann man das Ganze im Endeffekt dann auch in den Reaction-Sektor verschacheln. Also quasi, dass eben auch alle kurzen Videos dann eben als Reaction einfach auf dem Reaction-Kanal kommen. Da könnt ihr mir ja ganz kurz nochmal euren Senf dazu in die Kommentare unten reinsetzen. Wäre das so eine Idee oder wollt ihr auch alle kürzeren News und Infos und Theorien und Gerüchte weiterhin auf diesem Kanal hier sehen? In diesem Video jetzt hier beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn der Indominus Rex in Jurassic Park 2, also in The Lost World Jurassic Park 2 gewesen wäre? Das ist eine sehr interessante Frage. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal damit und nach dem Intro machen wir das Ganze wie immer. Wir spulen die Geschichte erst nochmal ganz zurück bis zu einem bestimmten Punkt, der sich dann eben anhand der Chaos-Theorie, die von Ian Malcolm immer so angepriesen wurde, hätte verändern müssen, damit das Szenario, was ich euch jetzt vorstelle, auch wirklich hätte passieren können. In diesem Sinne fangen wir jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, also, wir müssen uns jetzt erstmal wirklich vor Augen führen, wie es denn wirklich hätte dazu kommen können, dass der Indominus Rex zum einen auf der Isla Sorna hätte sein können und zum anderen eben schon zum Zeitpunkt von Jurassic Park 2 am Start hätte sein können. Das sind ja zwei Ausgangspunkte, die wir jetzt eben für diese Geschichte brauchen, die aber anhand des Originalkanons überhaupt nicht vorstellbar gewesen wären. Ich habe mir jetzt also überlegt, okay, was steht denn dem Ganzen im Weg? Welcher kleine Stein hätte denn irgendwie anders platziert werden müssen, damit Ian Malcolms Chaos-Theorie jetzt voll ins Herz schlägt und damit der Indominus Rex seinen Weg auf die Isla Sorna zum Zeitpunkt 1997 schaffen würde? Wir müssen das Geschehen noch einmal sehr, sehr weit zurückspulen, nämlich zu dem Zeitpunkt, an dem Benjamin Lockwood und John Hammond sich geschworen haben, gemeinsam für die Zukunft zu arbeiten, gemeinsam mit Hilfe der Biotechnologie eine bessere Welt zu erschaffen. Im Originalkanon ist die ganze Nummer nicht ganz so gut ausgegangen, denn die beiden haben sich aufgrund von unterschiedlichen Ansichten eben dann voneinander getrennt. John Hammond wollte eben einen Dino-Park aufmachen und Lockwood hat gemeint, nein, man könnte mit dieser Technik eben wesentlich mehr anfangen als nur das. In diesem Szenario hier wären die beiden Multimilliardäre nicht auseinandergegangen. Nein, sie hätten ihre Arbeit weiter fortgesetzt, da sie eben einfach einen Kompromiss gefunden hätten. Der Jurassic Park wäre trotz allem, naja, eben so entstanden, wie wir ihn auch später aus dem Film kennen. John Hammond hätte allerdings Benjamin Lockwoods Wunsch nicht einfach beiseite geschoben, nein. Er hätte ihm den Vorschlag gemacht, wir eröffnen zwar den Jurassic Park, um den Menschen eben diese Tiere, diese Wesen nahbar zu machen, die es ja eigentlich gar nicht mehr geben sollte, diese Faszination wieder in Menschen auszulösen. Aber des Weiteren nutzen wir die Isla Sorna für Forschungen, die eben auch ein Benjamin Lockwood, naja, gerne gehabt hätte. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Fall zwei Multimilliardäre und somit wesentlich mehr Geld zur Verfügung. Benjamin Lockwood wäre genau diesen Deal eben eingegangen und hätte sich gesagt, okay, wir werden den Jurassic Park quasi nur als Umrandung einer größeren Forschung benutzen und werden trotz allem diese Gentechnologie, die wir weiterhin ausbauen und erforschen werden, für andere wie medizinische Gründe und andere, naja, eher praktischere Dinge benutzen. Somit wäre dann also die Geschichte vorangegangen. John Hammond hätte angefangen,
den Jurassic Park zu planen und eben auch zu bauen. Was wäre jetzt aber hier der gewaltige Unterschied gewesen im Gegenzug zum Originalkanon, nur weil wir jetzt eben beide zusammen in der Geschichte haben, die auch wirklich zusammenarbeiten. Und der Grund, warum jetzt alles verändert wäre, ist einfach die schiere Masse an finanziellen Mitteln. Wir haben nun wesentlich mehr Einfluss auf Investoren, da wir nun einfach zwei Männer haben, die wesentlich mehr Geld in diese ganze Sache investieren können. Das heißt, während John Hammond jetzt seinen gesamten Fokus auf den Jurassic Park legen kann und eben auch auf die Anlage Isla Sorna, aber eben dann mehr in Richtung Dinosaurier-Erschaffung, würde sich Benjamin Lockwood mit seinem finanziellen Einfluss eben an weitere Forschung dieser Biotechnologie machen. So wäre also generell das Zahnrad wesentlich schneller ins Laufen gekommen als im Originalkanon. Das heißt, wir hätten bereits zum Zeitpunkt vom ersten Jurassic Park Film die Möglichkeit gehabt, das Amalgam Testing durchzuführen. Ein Dr. Henry Wu wäre dementsprechend auch nicht im Jurassic Park geblieben, er wäre relativ schnell auf die Isla Sorna abtransportiert worden. Ja, auch im offiziellen Kanon ist es ja so gewesen, dass Dr. Henry Wu eigentlich hätte auf die Isla Sorna stationiert werden sollen, um dann da eben das Amalgam Testing vorzuführen. Das hat eben nicht funktioniert, aufgrund dessen, dass der Jurassic Park untergegangen ist und eben auch, dass die Isla Sorna vom Hurricane Clarissa heimgesucht wurde. Das wäre jetzt ja hier eben alles nicht so passiert, noch nicht. Und deswegen hätte ein Dr. Henry Wu seinen Weg auf die Isla Sorna wesentlich früher gefunden. Das heißt allerdings auch, dass der Moment, in dem wir einen Alan Grant, einen Ian Malcolm und einen Dr. Ellie Sattler im Park benötigt hätten, damit die eben den Park absegnen, der Moment wäre ebenfalls nie gekommen, da wir nun durch die Investments von zwei Milliardären auch wesentlich mehr Investoren an Land ziehen hätten können und es wäre durch Benjamin Lockwood auch wesentlich mehr Fokus auf die Sicherheit sämtlicher Systeme gelegt worden. Das heißt, es hätte weniger Unfälle gegeben, es hätte mehr Investoren gegeben, der Jurassic Park wäre definitiv besser finanziert worden und dadurch wären eben die ganzen Umstände, die wir aus dem Film kommen, vorerst nicht geschehen. Das heißt, Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm hätten ihren Weg so nie in den Jurassic Park an sich gefunden. Dann wäre jetzt allerdings auch die Frage, okay, wie hätte denn aber Dr. Ian Malcolm seinen Weg auf die Isla Sorna gefunden in dem Szenario, wenn er ja eigentlich gar nichts damit zu tun hätte? Die Antwort bekommt ihr gleich. Wir spinnen die Geschichte also erstmal weiter. Während der Jurassic Park nun also dementsprechend auch früher hätte geöffnet werden können, wäre gleichzeitig auch ein Dennis Nedry um einiges besser bezahlt worden, da wir hier weiterhin die Investments von beiden Männern, also von Benjamin Lockwood und eben von John Hammond, in den Park hätten einlaufen lassen können. Wir wissen allerdings auch, dass es nicht automatisch heißt, ey, der CEO hat richtig viel Kohle, also haben die Mitarbeiter automatisch auch mehr Geld. Ich meine, schauen wir uns einfach mal einen gewissen Konzern an, der sich auf Zammerschmoren reimt. Da ist es ja eben auch nicht so, dass da wirklich die Mitarbeiter das spürbar mitbekommen, dass der CEO, der Erfinder, der Erschaffer dieser Idee immer mehr Geld hat. Das heißt, ein Dennis Nedry hätte in diesem Szenario hier möglicherweise mehr Geld verdient. Trotz allem wäre er noch sehr anfällig gewesen für die Manipulation eines Louis Dodgson. Das heißt, auch hier wäre der Jurassic Park sehr wahrscheinlich untergegangen, aufgrund dessen, dass Louis Dodgson Dennis Nedry hätte manipuliert und der hätte dann eben die Embryos geholt und das wäre ähnlich abgelaufen. Allerdings wäre der Park bereits geöffnet gewesen. So ein Szenario hatten wir auch schon mal besprochen. Das habe ich dir ebenfalls mal da oben verlinkt oder eben unten in die Beschreibung reingesetzt. Ich setze dir einfach die gesamte Was-wäre-wenn-Playlist unten in die Beschreibung rein. Da macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Das heißt, wir hätten hier Parkbesucher gehabt, die bereits gestorben wären und ja, das Szenario kennen wir eben im Groben, was dann alles passiert wäre. Parallel dazu hätte jedoch ein Dr. Henry Wu bereits seine Forschungen begonnen. Das Amalgam Testing wäre also bereits ins Laufen geraten im Jahr 1993, als der Jurassic Park gerade geöffnet worden wäre. Das heißt, irgendwann zwischen dem Zeitpunkt des Untergangs des Jurassic Parks und dem Einschlag des Hurricane Clarissa auf Anlage B hätte Dr. Henry Wu den Sprung bereits geschafft, vom Amalgam Testing zum wirklichen Erschaffen von Hybriden rüber zu switchen. Da das Ganze aber auf der Isla Sorna hätte erschaffen oder eben erforscht werden sollen, wäre der Indominus Rex logischerweise auf der Isla Sorna geschlüpft. Und ja, das Ganze macht auch irgendwie Sinn, dass man da Benjamin Lockwood immer noch oder dass Benjamin Lockwood das Ganze immer noch befürwortet hätte, denn der wäre ja darauf ausgewiesen, eben, quasi im medizinischen Raum für kranke Menschen weiter zu forschen. Das heißt, auch hier würde es einfach Sinn machen, dass Dr. Henry Wu oder auch ein John Hammond ihn daraufhin besänftigt hätten, indem sie gesagt hätten, wir erforschen jetzt hier zwar an der Zusammenführung von fremder DNS, von fremden Zellen in Form von Dinosauriern, weil wir die eben auch gerade da haben,
Wenn diese Forschung aber funktioniert, kann man das auch auf den Menschen umsetzen. Ich meine, das ist ja genau das, was im Endeffekt dann auch später in Jurassic World und Jurassic World Dominion dann auch passiert. Man geht eben einen Schritt weiter. So, in diesem Szenario jetzt hier sind wir einfach nur wesentlich früher einen Schritt weiter gegangen, weil wir eben wesentlich mehr Möglichkeit hatten aufgrund von Benjamin Lockwood, der eben der Gleichung noch hinzugefügt wurde. Der Jurassic Park ist also untergegangen und der Hurricane Clarissa findet ebenfalls seinen Weg über die Laboranlagen der Anlage B und die Dinosaurier kommen ins Freie. Wir bekommen dasselbe Szenario, was wir auch aus den Filmen kennen. Mit einem kleinen Unterschied. Dr. Ian Malcolm hätte jetzt keinen großen Bezug auf die Insel zu kommen, möge man meinen. Aber doch, tatsächlich wäre der Grund weiterhin derselbe. Ich meine, Sarah Harding hat ja irgendwie auch Ian Malcolm erst großartig auf den Schirm bekommen, aufgrund dessen, dass er im Jurassic Park gewesen ist und deswegen haben die sich auch irgendwie erst kennengelernt und dann sind sie in einer Beziehung gelandet. Das wäre in diesem Szenario hier jetzt nicht großartig anders gelaufen. Allerdings wäre, genauso wie auch im Originalfilmkanon, wären bestimmte Häppchen an Informationen und an Gerüchten nach außen gekommen. Das heißt, der Jurassic Park und die Vorfälle im Jurassic Park wären logischerweise auch nicht verheimlicht geblieben, denn wir hätten ja in diesem Szenario hier nicht einfach nur 3 oder 4, 5 Besucher, die den Park hätten absegnen sollen. Wir hätten ja eine ganze Masse an Menschen bereits gehabt, denn der Park hier wäre jetzt ja hier bereits geöffnet gewesen. Das heißt, es wären nicht einfach nur Gerüchte rausgeploppt, es wären ganze Informationen nach außen getragen worden, die Indien auch schwer zugesetzt hätten. Daraufhin wäre ein Dr. Ian Malcolm trotz allem eingeschritten, denn er hätte nun davor gewarnt, ohne eben selber vor Ort gewesen zu sein, aber er hätte eben mitbekommen, was da passiert wäre. Ian Malcolm hätte also weiterhin seine Warnungen nach außen getragen und diese Warnungen hätte eine Sarah Harding sehr interessant gefunden. Ian Malcolm und Sarah Harding hätten sich daraufhin also kennengelernt und Sarah wäre dann auch, genau wie im Originalfilmkanon, eines Tages auf die Isla Sorna gereist, woraufhin ein Ian Malcolm dann versucht hätte, mit John Hammond in Kontakt zu treten. Das wäre dann mehr oder weniger der erste Kontakt, den die beiden jemals gehabt hätten, da sie sich eben im Jurassic Park ja selber nie treffen konnten, weil Ian Malcolm nie vor Ort gewesen ist. Trotz allem wäre dann so ein Ian Malcolm ebenfalls auf die Isla Sorna gekommen, zusammen mit Nick Van Owen, Eddie Carr und Kelly. Also Kelly wäre vielleicht nicht mit dabei. Ich überlege jetzt gerade, ob das Sinn machen würde, dass Kelly mit dabei wäre, aber da die ganze Zeit ja ein bisschen auch dann verschoben ist, oh Gott, ist Kelly jetzt eigentlich älter dann automatisch? Muss ja nicht zwingend sein. Ich meine, der Hurricane Clarissa wäre ja trotz allem erst am selben Punkt auf die Isla Sorna getroffen, wie im Originalfilmkanon. Denn der Hurricane ist ja nicht beeinflusst worden dadurch, dass die beiden Multimilliardäre jetzt zusammengearbeitet haben. Von daher wäre das alles noch relativ gleich. Kelly wäre mit dabei, Ian Malcolm wäre mit dabei, Eddie Carr wäre mit dabei und auch ein Nick Van Owen wären logischerweise alle mit dabei. Denn die hatten ja auch ihre Begründung, ohne dass sie irgendwie groß in den Jurassic Park involviert gewesen sind. Und so hätte dann eben die Reise auf die Isla Sorna begonnen. Eddie Carr hätte seinen Hochsitz vorgestellt, der sogar vor einem Tyrannosaurus Rex hätte schützen sollen. Ian Malcolm hätte daraufhin seinen Spruch abgelassen, naja, das wäre aber vielleicht genau in Bisshöhe von den Dinosauriern. Und er würde hier ein ganz klares möglicherweise hinzufügen, denn er weiß ja selber nicht. Er ist diesen Tieren vorher noch nie begegnet. Das heißt, an dem Augenblick, als die Gruppe dann auf der Insel ankommt, um eben nach Sarah zu suchen, treffen auch Ian Malcolm und Co., genau wie im Originalfilm, auf die Stegosaurier. Und hier in diesem Szenario ist Ian Malcolm aber keineswegs, naja, er war im Film ja auch nicht gelangweilt, aber er war direkt auf so einer Distanz gewesen. Die hätte er hier jetzt eben auch nicht. Er wäre hier genauso fasziniert wie alle anderen auch gewesen. Und das hätte hier einen fatalen Unterschied gemacht, denn Ian Malcolm wäre nicht in Alarmbereitschaft gewesen. Somit wäre auch dann die Gruppe, nachdem sie auf Sarah getroffen hätten oder auf Sarah getroffen wären, von den Stegosauriern angegriffen worden. Das Ganze wäre vielleicht ein bisschen heftiger ausgegangen, gestorben wäre trotz allem niemand und Ian Malcolm hätte so schnell, wie er auch Faszination vor diesen Tieren bekommen hätte, auch direkt wieder seine Retourkutsche bekommen, hätte sehr schnell einsehen müssen, okay, meine Warnung, die ich an die Welt rausgegeben habe, die war doch gar nicht so unbegründet, denn an diesen Tieren, es gibt halt nichts, was wir an denen kontrollieren können. Das sind echte Tiere, das sind echte Lebewesen, das ist nichts von wegen Klischee, Pflanzenfresser machen uns nichts. Das sind Tiere, die ihre Revier verteidigen und das werden sie machen, wenn sie es müssen. Nachdem die Gruppe also Sarah gefunden hätte, wären sie auch zurück zum Trailer gekommen. Da hätte Ian Malcolm dann gemerkt, dass sich Kelly an Bord des Trailers geschlichen hätte. Er hätte ihr wieder einen kleinen Vortrag darüber gehalten, dass sie eigentlich hätte zu Hause bleiben sollen. Sarah hätte Ian Malcolm ebenfalls einen Vortrag gehalten. Das wäre wieder ein bisschen abgewandelt, denn sie bezieht sich ja auch sehr stark auf Ian Malcolms Erlebnisse im Jurassic Park und auch er geht ja sehr stark darauf ein,
dass er im Jurassic Park gewesen ist und dass er quasi weiß, wie schrecklich das Ganze enden kann. Das würde er allerdings jetzt hier nicht großartig anders nennen, denn Ian Malcolm war skeptisch, sogar bevor er im Originalkanon den Jurassic Park besucht hatte. Also er war schon immer so ein bisschen auf Ablehnung oder er war zumindest schon immer bereit, seine Warnung auszusprechen. Das heißt, das wäre jetzt hier auch nicht großartig anders gewesen. Dann würde die Gruppe allerdings sehen, wie weitere Soldaten von Ingen die Isla Sorna bereisen oder eben auf die Isla Sorna, naja, zufliegen. Denn auch ein Peter Ludlow würde hier vorerst die Leitung von Ingen übernehmen, allerdings ohne einen großen Ausschuss. Aufgrund dessen, dass der Jurassic Park geöffnet gewesen ist und ganz viele Menschen dabei gestorben sind, aber auch ebenso viele Menschen davon berichten konnten, was da eben passiert ist, wurde John Hammond die Leitung von Ingen direkt entzogen, nachdem der Jurassic Park eben, naja, geschlossen wurde und die ganze Sache aufgeklärt wurde. Deswegen hatte ein Peter Ludlow relativ schnell die Kontrolle über Ingen und auch hier hätte er erneut eine Idee gehabt. Allerdings nicht dieselbe Idee wie im Film, denn das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn wirklich an die Öffentlichkeit rausgekommen wäre, dass der Jurassic Park so krass eskaliert ist und Peter Ludlow würde jetzt sagen, okay, wir wollen einfach nochmal einen Jurassic Park in San Diego aufmachen. Das wäre irgendwie ein bisschen komisches Szenario, denn Peter Ludlow im Originalfilm, der nutzt ja so ein bisschen aus, dass viele Leute eben das nicht glauben, was Ian Malcolm und Co. erzählen. Und wie gesagt, das wäre jetzt ja eben alles hier anders. Aus diesem Grund hätte Peter Ludlow irgendwann Kontakt mit Henry Wu bekommen, denn Henry Wu hätte es von der Isla Sorna lebendig runtergeschafft und hätte auch mitbekommen, dass John Hammond nicht länger die Leitung von Ingen gehabt hätte. Deswegen hätte Henry Wu Peter Ludlow angeheuert oder eben mit ihm gesprochen, dass auf der Insel noch ganz wichtige Daten und eben auch bestimmte DNS-Stränge sind, die die ganze Welt verändern könnten. Ja, ein Dr. Henry Wu ist ja ganz gerne mal sehr theatralisch und das wäre er eben jetzt auch hier in diesem Fall. Und des Weiteren wäre auch ein Roland, wäre ebenfalls mit dabei, denn auch Roland hätte natürlich hier Blut geleckt und hätte sich das Ziel genommen, das größte je an Land lebende Raubtier zu jagen. Henry Wu hätte zwar darauf hingewiesen, er solle sich hierbei nicht zwingend auf den Tyrannosaurus Rex versteifen. Allerdings hätte Henry Wu eben auch nur einen Peter Ludlow in die gesamte Erforschung des Indominus Rex eingewiesen. Das heißt, Ludlow hätte davon gewusst, ob er es jetzt Roland erzählt hätte, möglicherweise schon, ja. Aber auch der hätte sich ja nicht darauf vorbereiten können, was dieses Tier alles für Fähigkeiten gehabt hätte. Denn überlegen wir uns jetzt mal ganz kurz, warum der Indominus Rex auch in diesem Szenario hier die Fähigkeit hätte haben sollen, sich zu tarnen und seine Körperwärme zu regulieren. Das macht eigentlich hier nicht wirklich Sinn, da das ja im Film nur passiert ist, weil der Indominus Rex quasi der Nachfahre des Scorpius Rex ist. Ne? Der Scorpius Rex war ja ein Prototyp des Indominus Rex gewesen, der allerdings viel zu wild war und unkontrollierbar gewesen ist. Und der Scorpius Rex war schon als Waffe gebaut worden. In der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous erfahren wir dann, dass auch der Indominus Rex diese Fähigkeiten keineswegs hatte, um die Zuschauer mehr zum Staunen zu bringen. Das war alles eine Finte von Dr. Henry Wu gewesen, nein. Indominus Rex sollte von vornherein als Waffe dienen oder eben auch als Prototyp für Waffendinosaurier dienen. Das wäre jetzt hier in diesem Szenario nicht der Fall gewesen. Das heißt, der Indominus Rex hätte jetzt hier nicht zwingend diese Fähigkeiten haben müssen, die Temperatur zu regulieren oder eben auch sich tarnen zu können. Aber ich finde gerade, dass wir diese Unsichtbarkeitsfähigkeit, dass wir die auf jeden Fall mit in die Geschichte einbauen sollten, weil das irgendwie auch so ein Merkmal des Indominus Rex ist. Aus diesem Grund habe ich mir einfach Folgendes überlegt, dass Dr. Henry Wu trotz allem die DNS eines Oktopus in den Indominus Rex verfrachtet hätte. Das wäre auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn der Oktopus zählt mitunter zu sehr intelligenten Lebewesen. Das heißt, hier würde es irgendwie Sinn ergeben, wenn man das Ganze ein bisschen weiterspinnt, dass Henry Wu genau diese Gene, diese DNS-Stränge hätte haben wollen, um die in den Indominus Rex einzupflanzen. Vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Da könnt ihr euch gerne mal was überlegen, was das sein könnte. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Auf jeden Fall hätten wir dann eben so auch die Tarnungsfähigkeit, ohne jetzt eben einen militärischen Hintergrund dabei zu haben. Das mit dem Temperaturregulieren, das fällt dann eben komplett weg, weil das macht wirklich nur dann Sinn, wenn das Tier als Waffe hätte fungieren können. Obwohl ich glaube, diese Fähigkeit stammt wirklich auch vom Oktopus ab im Endeffekt. Die werden wir aber nicht weiter großartig thematisieren hier in diesem Was-wäre-wenn-Szenario. Die Ingen-Soldaten wären also nun auf der Isla Sorna angekommen und Ian Malcolm und Co. wollten herausfinden, was die denn jetzt hier wirklich vorhaben. Und ja, auch in dem Szenario hier hätte John Hammond Ian Malcolm darauf angesetzt, auch Forschungen über die Tiere zu betreiben, beziehungsweise hätte ja Sarah und Nick, die beiden hätten auf jeden Fall die Aufgabe gehabt, die Tiere zu erforschen und eben sicherzustellen, dass die auf der Insel erstmal nicht belästigt werden und eben auch um
der Welt zu präsentieren, dass diese Tiere eigentlich wirklich, naja, harmlos sind. Oder dass diese Tiere einfach ihren eigenen Lebensraum brauchen, ohne dass wir Einfluss darauf nehmen. Das wäre quasi dasselbe Szenario wie eben auch im offiziellen Jurassic-Kanon. Also bekommen wir auch die typische Jagdszene, die wir aus dem Film kennen, in welchem dann Roland versucht, Dinosauriernamen zu sagen oder eben abzulesen, und dann schießen sie auf Dinosaurier und fangen eben auch welche ein. Denn Peter Ludlow hat zwar hier nicht mehr den Plan, einen eigenen Jurassic Park aufzubauen, allerdings hat er Kontakt mit Dr. Henry Wu aufgenommen, welcher des Weiteren auch bereits Kontakt zu Louis Dodgson gehabt hätte, und deswegen hätte dieser veranlasst, ein paar Dinosaurier heimlich von der Insel wegzuschaffen, um sie eben nach Biosyn zu bringen. Ludlow und Roland hätte davon wissen müssen, sollten nun also die Dino-DNS des Indominus Rex ausfindig machen und machen sich deswegen dann erstmal auf die Suche nach besagter DNS. Roland möchte natürlich aber auch ein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Er möchte das größte an Land lebende Tier töten und eben als Souvenir mit nach Hause nehmen. Beide geraten dann daraufhin allerdings an das Nest der Tyrannosaurier und sehen dann im Nest ein Schauspiel, das sie sich so nicht hätten vorstellen können. Im Nest selber liegen die Kadaver beider erwachsener T-Rex, also die von Buck and Doe. Und das Baby ist nirgendwo zu sehen, man sieht nur noch eine gewaltige Blutlache am Boden. Auch die Tyrannosaurus Rex sind ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden, wurden aufgeschlitzt und wurden quasi bei lebendigem Leibe aufgefressen. Das wäre jetzt hier spätestens der Moment, an dem ein Peter Ludlow hätte Roland erzählt, was Dr. Henry Wu ihm erzählt habe, dass sie nämlich hier eine weitere Lebensform geschaffen haben. Eine Lebensform, die es so nie gegeben hat. Wir reden hier nicht mehr von einem Dinosaurier, wir reden hier von einem Hybriden, wir reden hier von einem Monster, wir reden von dem Indominus Rex. Nachdem Roland alles über dieses Tier erfahren hätte, würde er noch schärfer darauf sein, genau dieses Tier auch zu jagen. Der Indominus Rex muss Teil seiner Trophäe werden. Er würde der Erste sein, der dieses Tier jemals jagt und möglicherweise auch der Letzte, und hätte dann damit sogar das definitiv größte, mächtigste, wildeste an Land lebende Tier, das eben auch vom Menschen geschaffen wurde, sich erarbeitet und eben als Trophäe an die Wand gehängt. Was wollte Roland eigentlich mit dem T-Rex im Original-Kanon machen? Hat er jemals erzählt, was er damit machen wollte? Ich meine, das Vieh ist riesig. Hätte er sich auch den Kopf vom T-Rex an die Wand hängen wollen? Wird das jemals irgendwie gesagt? Schreibt es mir bitte in die Kommentare unten rein. Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Auf jeden Fall hätte er jetzt hier in dem Szenario schon Blut geleckt. Ja, der Indominus Rex muss nun also gejagt werden. Dummerweise hat der Indominus Rex, naja, ähnlich wie auch der Scorpius Rex, eine ganz spezielle Fähigkeit. Er kann nämlich Wärme ausmachen und ist auch, was Laute angeht, sehr empfindlich. Der Indominus Rex ist hierbei wesentlich aggressiver, wie wir aus dem Originalfilm Jurassic World wissen. Ist er auch eher darauf aus, einfach mal so aus Spaß zu töten. Das heißt, er hat Spaß am Jagen, er hat Spaß am Töten, am Zerfetzen, und deswegen würde der Indominus Rex hier relativ schnell auf die Spur der Menschen kommen. Wir bräuchten hier also nicht mal irgendwie ein Szenario, wie das Sarah Harding und Nick Van Owen den Baby-T-Rex an sich nehmen und dann damit Zeit schinden, dass sie noch nicht von der Insel runterfliegen. Nein, diesen Baby-T-Rex würde es ja hier im Szenario gar nicht mehr geben. Der wäre nämlich auch gefressen worden von den Indominus Rex. Ian Malcolm, Sarah Harding, Kelly und Nick würden bereits zurück zum Trailer gehen und würden dann da versuchen eben und würden jetzt versuchen, Kontakt zum Festland von Costa Rica aufzunehmen, während Eddie Carr immer noch damit beschäftigt wäre, seinen Hochsitz eben oben in den Baumkronen anzubringen. Während Eddie also oben in den Baumwipfeln ist und alles fertig und bereit macht und Ian Malcolm dabei ist, das Festland anzufunken, damit er eben wieder zurückkommt und abgeholt wird, eben auch von demselben Mann, der ihn auf die Insel gebracht hat oder eben der die Gruppe auf die Insel gebracht hat, würde Eddie sehen, wie sich die Baumwipfel nach und nach auseinanderbiegen. Und auch er würde einfach davon ausgehen, okay, das muss irgendwas Großes sein. Wahrscheinlich ein Tyrannosaurus Rex. Eddie würde ja nicht wissen, dass die T-Rex bereits auch schon tot sind. Und auch Ian Malcolm und Co. würden sich darauf gar nicht wirklich einstellen können. Da die gesamte Gruppe davon ausgegangen wäre, dass sie eigentlich dann jetzt auch schon gleich die Insel wieder verlassen können, denn sie haben ja Sarah gefunden, sie haben den Baby-T-Rex ja nie angeschleppt, das heißt, sie haben keinen Grund, noch länger da zu bleiben. Ian Malcolm hat keinen Grund, schon Gefahr zu wittern und dann Kelly auf den Hochsitz hochzuschicken. Das heißt, auf dem Hochsitz wäre nur Eddie, der sehen würde, wie die Bäume auseinandergehen und natürlich die Indominus Rex sich eben der Gruppe nähern. Währenddessen wäre Kelly aber weiter im Trailer mit Ian Malcolm, Nick und Sarah, und
Naja, während er dann quasi mit dem Festland telefoniert und seine Abholung und eben auch den Abholungsort mit diesem Mann bespricht, den wir auch aus dem Filmkanon kennen, der dann kurz über die fünf Tode redet, sehen wir dann auf einmal auch, wie das Auto, das eigentlich neben dem Trailer geparkt hat, auf einmal einen Satz über die Klippe drüber macht und irgendeine gewaltige Wucht dieses Auto einfach an der Seite vorbeischeppert. Denn ja, die Indominus Rex greifen jetzt an. Nicht etwa, weil deren Kind geklaut wurde. Und das spielt mir jetzt hier einfach in die Karten beim Erzählen dieser Geschichte. Beim Indominus Rex brauchst du keinen Grund, warum der angreift. Das Tier will einfach jagen. Es will einfach angreifen. Und genau das passiert jetzt eben auch. Mit einem kleinen Unterschied, wir bekommen hier noch einen sehr coolen Effekt. Im Originalfilm ist das nämlich so, dass Sarah und Ian dann irgendwann aus dem Fenster schauen. Und dann sehen sie oft mal, wie der Kopf des T-Rex an der Seite runterkommt und anfängt zu brüllen, und dann schauen sie eben aus den Fenster und sehen diesen T-Rex an, während dann auf der anderen Seite der zweite T-Rex den Kopf nach unten senkt. Dann merkt man eben, okay, jetzt sind hier wirklich zwei Tyrannosaurus angekommen. In diesem Szenario wäre das Ganze ein bisschen anders, denn zum einen wäre das Auto von der Seite erstmal über die Klippe gefeuert worden und die gesamte Gruppe samt Kelly, die ja auch mit am Start ist, würden erstmal aus dem Fenster rausschauen. Dort würden sie nichts weiter sehen als eben die dunklen Bäume in der schwarzen Nacht, alles wäre ruhig. Der Regen würde leicht runterprasseln und plötzlich wird der erste Indominus Rex leicht sichtbar, der sich nämlich an der Seite des Trucks getarnt hat. Oder an der Seite des Trailers. Das Teil ist ja ein Trailer, kein Truck. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und dann sehen wir auf einmal den ersten Indominus Rex. Der zweite macht sich dann auf der anderen Seite erst sichtbar. Und hier würde dann gar nicht allzu viel Zeit ins Land gehen. Die beiden Tiere würden ihre gewaltigen Klauen durch die Fenster des Trailers durchrammen und würden den gesamten Trailer ebenfalls über die Klippe schleudern. Eddie Carr wäre dann natürlich ebenfalls auf dem Weg zu seinen Freunden und würde die eben versuchen, aus der Situation wieder zu retten. Genau wie im Originalfilm würde auch Eddie versuchen, mit einem Seil und seinem Auto den Trailer irgendwie über der Klippe zu halten, während er dann gleichzeitig auch versucht, mit einem anderen Seil der Gruppe irgendwie die Möglichkeit zu geben, da wieder rauszuklettern. Und auch hier würde die Nummer wieder ein bisschen anders ablaufen, aufgrund dessen, dass der Indominus Rex die Fähigkeit hat, sich zu tarnen. Denn der würde nämlich auch ganz plötzlich nicht aus dem Wald von hinten auskommen, er würde sich auf einmal direkt hinter Eddie wieder sichtbar machen. Eddie könnte gar nicht so schnell reagieren, da hätte der Indominus Rex ihn schon aus dem Auto rausgepackt mit seinen Krallen, hätte ihn auf den Boden geschmissen und wäre ihm auf die Hinterbeine getreten, während der andere Indominus Rex ihn dann am Kopf gepackt hätte und Eddie wäre auf diese Art und Weise gestorben. Und ja, haltet mich jetzt ruhig für verrückt, dass Eddie jetzt schon wieder so einen grausamen Tod haben muss, aber Eddie muss einfach in irgendeiner Variante zerrissen werden, sonst wäre es ja nicht Eddies Tod. Das heißt, das muss irgendwie auch dann so übernommen werden und somit hätten dann die Indominus Rex eben Eddie getötet, der es aber vorher auch noch geschafft hätte, das Seil herunterzulassen. Durch das Auto wäre der Truck eben nicht direkt über die Klippe drüber gesprungen und die Gruppe hätte es eben dann noch ganz knapp nach oben geschafft. Auch oben angekommen hätte ein Rowland dann auf die Gruppe gewartet und naja, hätte dann erstmal alle in Empfang genommen. Im Originalfilm ist das ja so gewesen, dass denen jetzt hier vorgehalten worden wäre, dass Nick Van Owen und Co., ich meine, das war auch Ian Malcolm, der mit dabei war, dass die das Ingenlager damals sabotiert hatten. Das wäre jetzt ja hier auch nicht passiert, da die eigentlich direkt von der Insel weg wollten. Allerdings wäre jetzt hier auch der Indominus Rex, oder zumindest einer der beiden Indominus Rex, in der Zwischenzeit im Ingenlager aufgeschlagen und hätte eben dann dort alles verwüstet. Roland und Peter Ludlow würden das Ian Malcolm mitteilen und die Gruppe würde sich dann eben zusammentun. Das heißt, ja, auch hier haben wir jetzt Kelly nochmal am Leben gelassen und ich habe mir kurz überlegt, ob das Sinn macht, hätte sich Kelly überhaupt an diesem Seil über der Schlucht halten können, und ich glaube ja, das hätte irgendwie funktioniert, denn Kelly ist ja auch eine Sportlerin, sie ist ja Turnerin, das hätte dann schon irgendwie ganz gut gepasst. Auch hier wäre jetzt erstmal niemandem etwas passiert, bis eben auf Eddie. Da kommen wir aber einfach nicht dran vorbei in diesem Szenario. Und die gesamte Gruppe hätte dann eben versucht, zusammen die Insel zu verlassen, denn die Indominus Rex hätten nicht einfach nur das Zeltlager von Ingen zerstört, sondern auch jegliche Kommunikationsmöglichkeiten, die die Gruppe eben gehabt hätte, um irgendwie nach außen zu funken. Das heißt, auch hier hätte jetzt die gesamte Ingen-Mannschaft plus Ian Malcolm und Co. alle hätten jetzt irgendwie versuchen müssen, zu der Funkstation zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar als Besucherzentrum betitelt wurde im Film, aber ich glaube nicht, weil da sollten ja eigentlich keine Besucher hin. Das heißt, ich meine, das wäre irgendwie dieser, naja, das Ding eben, wo auch dann später in Jurassic Park 2 Nick Van Owen dann den Funkspruch eben machen kann. Das heißt, die gesamte Gruppe wäre jetzt hier auch, genau wie im Film, auf dem Weg zur Funkstation, die ja dann quasi auch im Film, also im offiziellen Kanon-Film The Lost World Jurassic Park, Nick Van Owen erreicht, damit er eben irgendwie
einen Funkspruch nach außen rauslassen kann, damit er vom Helikopter wieder abgeholt wird. Das sehen wir auch alles im Film und das würden sie jetzt eben auch hier versuchen, eben weil die Indominus Rex sämtliche Systeme der Ingen-Gruppe zerstört hätte. Was auch irgendwie Sinn ergeben würde, wenn der Indominus Rex in dem Szenario hier wirklich Wärme erahnen kann, dass er dann eben auch diese Gerätschaften nach und nach zerstört hätte. Wir würden also wieder an den Punkt kommen, an dem die gesamte Gruppe sich erstmal ausruhen muss und alle sich in diesen Zelten da dann verschanzen. Und auch hier im Originalfilm ist das ja so gewesen, dass eigentlich Sarah noch das Blut des Baby-T-Rex an ihrer Jacke hatte und deswegen hat der T-Rex die Spur von denen aufgenommen, um die eben zu verfolgen. Beim Indominus Rex brauchen wir das Gott sei Dank nicht. Und das Tier will einfach nur die gesamte Mannschaft umbringen, beziehungsweise wollen einfach beide Tiere die gesamte Mannschaft umbringen. Also haben wir auch hier wieder ein schönes Horrorszenario und ich finde einfach, ey, der Indominus Rex ist so krass dafür gemacht, um diese Horrorszenarien aufzubauen, wo einfach aus dem Nichts heraus dann irgendwann der Dino-Kopf auftaucht, aufgrund dessen, dass sich das Tier eben auch einfach tarnen kann. Das hat so einen schönen Predator-Effekt. Und das hätten wir jetzt auch hier, dass Kelly und Sarah einfach im Zelt schlafen würden und der Indominus Rex bereits getarnt gewesen wäre und sich dann langsam durch die Zelte durchschleichen würde und du siehst nur, wie die Eingänge der Zelte langsam aufgehen. Du siehst aber eben noch nicht, was das ist. Und durch den Windzug dann drehen sich Sarah und Kelly auf einmal um und merken dann, dass das ein Indominus Rex ist. Und jetzt kommen wir allerdings an den Punkt, da kann man sich jetzt nur ganz schwer rausreden. Der Tyrannosaurus Rex im Originalfilm greift Sarah und Kelly nicht an, weil er sie zum einen nicht sehen kann, zum anderen aber eben auch nicht hört. Der Indominus Rex hätte diese Schwäche ja nicht. Das heißt, in dem Szenario hier wäre mindestens eine von beiden Figuren gestorben, wenn nicht sogar beide. Und ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, aufgrund der Wichtigkeit der Figur, tatsächlich Kelly eher rauszuschreiben. Ist vielleicht ein bisschen heftig, weil Kinder und dann gefressen werden. Allerdings hat Kelly so gut wie gar keinen Zweck mehr für die spätere Geschichte und macht ja nichts großartig, außer später mit so einer Toureinlage den Raptor aus dem Fenster rauszutreten. Das wäre jetzt eben nicht passiert. Der Indominus Rex hätte sich mit seinem Kopf durch das Zelt hindurchgewagt und hätte Kelly am Bein gepackt und sie eben gefressen. Ian Malcolm, der das Ganze mitbekommen hätte, wäre auch mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht ruhig geblieben. Er hätte Ronan das Gewehr abgenommen und hätte versucht, den Indominus Rex zu erschießen. Allerdings hätte ja Nick Van Owen das Gewehr kurz vorher noch manipuliert und es wären eben keine Pfeile mehr in dem Gewehr drin gewesen. Das heißt, rein logisch hätten wir hier den Moment gehabt, an welchem auch Dr. Ian Malcolm seinen Tod gefunden hätte. Und ja, tatsächlich kann ich mich jetzt hier nur ganz schwer drum herumreden. Ian Malcolm hätte der Tod von Kelly nicht einfach locker gelassen. Also der wäre dann nicht einfach nur weggerannt und hätte versucht, vor den Tieren zu flüchten. Das Szenario, was jetzt kommen würde, das hätte wirklich extrem viel Horrorpotenzial. Und ich will mir gar nicht auf die eigene Schulter klopfen. Ich habe den Indominus Rex hier auch nicht erfunden. Ich baue ihn jetzt einfach nur in diese Geschichte ein. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass wir jetzt ein ganz dunkles Szenario haben. Wir haben eben gerade ein Kind verloren. Danach haben wir noch gesehen, wie unser Hauptdarsteller gefressen wird. Und jetzt sehen wir einfach nur im Hintergrund, wie von Zauberhand Männer und Frauen eben aus der Ingen-Truppe nach oben gerissen werden und in der Luft zerquetscht werden. Wir sehen die Indominus Rex an sich nicht, denn es gibt keinen Indiz dahin, dass der Indominus Rex seine Tarnfähigkeit aufgeben muss, wenn er anfängt zu jagen. Das ist so ein bisschen Videospiellogik, dass man sich entweder nur tarnen kann oder dass man nur angreifen kann. In echt ist das eben nicht der Fall. Oktopusse können auch in ihrer getarnten Variante bereits angreifen. Das heißt, das wäre auch hier so gewesen, dass wir als Zuschauer gar nicht wirklich wahrnehmen hätten können, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Der eine Indominus Rex wäre sichtbar, der andere aber nicht. In der Dunkelheit sehen wir eben nur, wie dann der andere auch plötzlich seine Farbe verliert und ebenfalls unsichtbar wird und die ganzen Menschen von Ingen und alle, die eben noch am Leben sind, panisch durch die Gegend rennen und die Indominus Rex einen nach dem anderen fressen. Wir hätten hierbei also definitiv zu 100% wesentlich mehr Tode gehabt als in Jurassic Park 2. Auch das gesamte Wasserfall-Szenario, wenn wir es denn hier so mit einbauen wollen, wäre anders abgelaufen, weil auch hier der Tyrannosaurus Rex ja irgendwie einfach nur nicht durchkommt zu den Leuten, als er seinen Kopf durch den Wasserfall durchsteckt und dann Sarah einmal kurz ableckt und das hätten wir jetzt hier auch anders gemacht. Wir nehmen aber einfach mal Sarah und Co. aus der Gleichung hier raus, die wären in dem Szenario hier nicht in den Wasserfall gerannt, weil das Ganze wäre auch anders abgelaufen. Die Gruppe wäre komplett auseinander gestreut worden, da ja niemand hätte wissen können, wo die Saurier sich gerade befinden. Man hätte ja keinen Fokuspunkt gehabt und gesagt, okay, ich muss von da weg, also nach da rennen. Deswegen wären sie einfach alle in verschiedene Richtungen gerannt und eben auch ein paar wären im Wasserfall gelandet. Der Indominus Rex hätte damit aber keine Schwierigkeiten gehabt. Er hätte mit seiner langen Kralle einfach in den Wasserfall reingeschlagen
und hätte die Leute entweder mit der Kralle erschlagen oder eben auch dann zum Teil fressen können. Natürlich hätte der Großteil der Gruppe weiterhin versucht, irgendwie zu diesem, naja, zu dem Gebäude mit dem Funkgerät zu gelangen und wären deswegen unweigerlich an der Wiese bei den Velociraptoren vorbeigekommen. Auch hier hätten wir ein ähnliches Szenario mit den Velociraptoren gehabt, jedoch wären jetzt die gesamten Ingen-Leute, Nick Van Owen, Kelly und Sarah, gleichzeitig an der Raptorenwiese angekommen. Ach nee, Kelly nicht, die ist ja tot. Dann eben nur Nick und Sarah und eben der gesamte Rest der Ingen-Gruppe, der eben noch am Leben gewesen wäre, das heißt Ludlow wäre noch mit dabei gewesen. Und Roland wäre in dem Szenario auch mit dabei gewesen, denn Roland hätte ja nicht mehr weiter auf den Indominus Rex schießen können, da Ian Malcolm ihm das Gewehr abgenommen hätte. Und in der Raptorenwiese hätten wir dann quasi den großen Climax gehabt, dass wir können jetzt gern versuchen, uns hier wieder rauszuschreiben oder rauszureden. Und das würde vielleicht auch irgendwie funktionieren, wenn man da ganz viel Fantasie mit ins Spiel bringt. Allerdings müssen wir uns jetzt Folgendes vorstellen, was dann passiert wäre. Die Velociraptoren wären auf die Menschen losgegangen. Die Indominus Rex, zumindest einer der Indominus Rex, der andere wäre vielleicht noch am Wasserfall, mindestens einer der Indominus Rex allerdings, wäre dann irgendwann ebenfalls an der Wiese angekommen und wir hätten einen gewaltigen Kampf bekommen mit Raptor gegen Indominus Rex und die Menschen würden wieder in Panik durch die Gegend rennen. Bis dann irgendwann der Indominus Rex angefangen hätte, mit den Velociraptoren Kontakt aufzunehmen. Und dann hätte der Indominus Rex, naja, die Velociraptoren komplett gegen die Menschen gerichtet. Wir können das Ganze gerne mal weiterspinnen und einfach sagen, okay, es hätten wenigstens Nick und Sarah irgendwie überlebt und Roland eben auch noch, damit wir noch eine schöne Dreiergruppe haben. Die hätten es dann irgendwie geschafft, in dieses kleine, ja, da wo die Tankstelle eben auch ist, später im Film, in dieses kleine Dorf da zu kommen, wo dann alle in das Haus reingerannt sind und die Raptoren versucht haben, sich unter dem Haus durchzugraben, unter der Tür. Da wären wir jetzt hier eben auch gelandet. Nur eben dann noch zusammen mit einem Roland, Nick Van Owen und aber auch Sarah Harding. Ach so, was mit Dieter Stark passiert wäre in dem Szenario. Wir können sagen, möglicherweise dasselbe wie auch im Film, denn da haben die ja auch mal Pause gemacht. Das war nicht das, wo sie gezeltet haben, das war, glaube ich, schon vorher gewesen. Und dann ist Dieter Stark, der wollte ja aufs Klo, ist dann von den Kombis gefressen worden. Also entweder machen wir das hier genauso in dem Szenario oder er wäre eben auch vom Indominus Rex gefressen worden. Obwohl, vielleicht kann man das Szenario nochmal ganz kurz weiter vorschieben. Nur ganz kurz, Sekunde. Wir machen das doch mal so, dass Dieter Stark doch noch zum Zeitpunkt, als sie das allererste Mal Rast gemacht haben, also noch vor der Zeltszene, wäre Dieter Stark ebenfalls von der Gruppe weggegangen, um aufs Klo zu gehen, wäre diesen Hang runtergefallen und wäre dann aber nicht von den Kompis gefressen worden, sondern erneut hätte er dann auf einmal der unsichtbare Indominus Rex seinen Kopf gezeigt, er wäre langsam sichtbar geworden und er hätte Dieter Stark gefressen. So würde es auch erklären, warum der Indominus Rex dann bereits wieder so nah an der Gruppe dran ist, die da auch später gezeltet hat, weil der denen immer auf der Ferse gewesen ist. Machen wir das einfach so, in was wäre, wenn der Indominus Rex Szenario, ist mehr Indominus Rex immer eine gute Sache. Also wieder zurück zum aktuellen Punkt. Wir sind jetzt also mit Roland, Sarah und Nick in diesem Gebäude drin. Die Velociraptoren versuchen sich unter dem Gebäude hindurch zu graben und die Gruppe, naja, klettert eben auf dieses Haus nach oben oder auf dieses Dach. Hier würde Kelly natürlich nicht am Start sein und Kelly würde auch nicht den Velociraptoren von einem von der Gruppe wegtreten können. Im Originalfilm Jurassic Park 2, also The Lost World Jurassic Park, ist es ja so gewesen, dass Ian Malcolm, glaube ich, Schwierigkeiten mit dem Velociraptor gehabt hat und der wollte aber auch nur Sarah beschützen. Und deswegen hat dann Kelly den Raptor quasi aus dem Fenster rausgetreten. Das wäre jetzt dann hier eben auch passiert, allerdings haben wir Ian Malcolm nicht mehr. Das heißt, der Raptor hätte sich genau vor Sarah positioniert und wir hätten eben auch Kelly nicht mehr. Die hätte den Velociraptor aus dem Fenster treten können. Das heißt, hier muss jetzt zwangsweise wieder jemand sein Leben lassen oder auch ihr Leben lassen. Allerdings glaube ich nicht, dass Sarah hier gestorben wäre. Denn sowohl Nick als aber auch Roland wären ja hier beide mit dabei in diesem Szenario. Und naja, ich würde Roland dann schon zutrauen, dass er auf jeden Fall hier die Frau beschützen will. Das merkt man ja auch im Film immer wieder, dass er dann schon immer mal versucht, vor Sarah dann irgendwie seinen Mann zu stehen. Gibt so ein, zwei Szenen, die das nochmal so leicht unterstreichen. Das heißt, das hier könnte das Ende von Roland gewesen sein. Und Roland ist auch kein Oscar. Das heißt, er hätte es mit einem Raptor nicht einfach so aufnehmen können. Nick und Sarah wären also jetzt immer noch am Start gewesen. Und naja, ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, Nick hat sich niemals von der Gruppe entfernt. Das heißt, Nick hatte niemals die Chance gehabt, das Funkgerät zu nehmen
und eben nach außen, um Hilfe zu funken. Das heißt, auch hier wäre eben kein Helikopter auf der Insel gelandet, um Sarah und Nick zu retten. Die beiden würden also weiterhin versuchen, sich auf dem Dach zu verschanzen und die Velociraptoren würden ihnen nachkommen. Auf einmal hätten sie die beiden Menschen komplett umrandet. Jetzt kommt eine Szene, die ich mir so ein bisschen vorstelle wie das Ende von Oakwood. Das Game haben wir ja auch schon mal hier auf dem Kanal live gezockt. Supergeiles Dinosaurier-Horrorspiel. Habe ich dir auch mal in der Beschreibung unten verlinkt. Schau da auf jeden Fall mal rein. Dazu kommt auch nochmal ein Video, wo ich die Geschichte von Oakwood nochmal ein bisschen mehr erkläre, weil die wird im Spiel nicht wirklich erläutert, eigentlich so gut wie gar nicht. Auf jeden Fall endet Oakwood damit, dass unsere Hauptfigur in einem Nest von Tieren landet und überall Menschenknochen rumliegen. Und dann kommt eben raus, ja, die Velociraptoren und der T-Rex, die haben quasi wie so eine Einheit gebildet. Der T-Rex taucht auf, die Raptoren tauchen um dich herum auf und am Ende von dem Spiel wirst du eben dann gefressen. Und so ähnlich wäre das Ganze jetzt auch hier. Nick und Sarah würden vom Dach herunterfallen und würden quasi inmitten eines Velociraptoren-Rudels landen, die vom Indominus Rex eben geschickt worden wären. Das heißt, die beiden würden ja gar nicht mehr wirklich aus der Situation rauskommen. Sie wären in diesem Raptoren-Rudel in der Mitte gefangen und alles wäre wieder still. Die Raptoren würden auch keine Anstalten machen, die beiden anzugreifen und plötzlich würde man von hinten nur jeweils zwei laute Schritte hören. Einmal von der rechten Seite, einmal von der linken Seite hört man, dass ein gewaltiges Tier auf dem Vormarsch ist und plötzlich tauchen die beiden Indominus Rex auf. Ich lasse dieses Was-wäre-wenn jetzt hiermit beenden, aber ganz wichtig, ganz wichtig, ihr entscheidet jetzt, wie das Ganze weitergeht. Wenn ihr einfach sagt, okay, es macht Sinn, dass jetzt hier Nick und Sarah sterben, dass die eben gefressen werden, dann ist das jetzt hier das offizielle Ende. Wenn ihr aber sagt, nee, pass mal auf, ich will sehen, wie zwei Indominus Rex in San Francisco Amok laufen, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Einmal Hashtag San Francisco und wenn ich genug Hashtags da zusammenbekomme, dann bekommt ihr auf jeden Fall noch diese Erweiterung zu diesem Szenario und zwar als nächstes Was wäre wenn dazu geliefert. Das heißt, einfach Hashtag San Diego unten in die Kommentare unten rein und natürlich eure Meinung zu meinem Was wäre wenn Szenario. Was sagt ihr dazu? Was wäre eure Idee dazu? Lasst mich eure Gedanken auf jeden Fall wissen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.